Ooh, kinda spooky, kinda dark, kinda mysterious. Just like me. Meine Güte. 1 Million Sachen freigeschaltet hier. Wahnsinn. Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf dem Planeten. Kometen, was auch immer. Das ist unser Haus, ein Sternschiff, das Sternmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff, der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternschiffs ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft, zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Kraft. Ja, es handelt sich dabei um die Powersterne. Seiner Kraft beraubt, ist das Sternschiff wie in einem tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie ausreichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternschauterrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Geh zuerst zur Sternschauterrasse und befreie die Powersterne der dort aussichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die Powersterne gestohlen haben. Ja, klingt schon mal gut. Ein bisschen Speichern nebenher ist ja nicht verkehrt. Oh mein Gott, seht euch an, wie hübsch dieses Spiel einfach aussieht. Ich komme nicht klar. Ich bin so begeistert einfach. Das hier ist halt echt richtig, richtig krass ein Wunder der Technik. So dieses Spiel, dass das existiert in der Form, wie es existiert. Crazy einfach nur. Absolut insane, möchte man sagen. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, sie ist das Auge der Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Ich werde dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt hat, ziele mit dem Stern auf den Stern, greif Stern, Stern und drücke A. Können sich die Lumas eigentlich auch wieder zurückverwandeln oder sind die dann für den Rest ihres Lebens ein Objekt? Die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um weit, weit entfernte Galaxien zu reisen. Wir reisen, was auch immer. Los geht's. Zeit für die beste Galaxie. Mit der besten Musik. Von der uns am nächstgelegenen Galaxie holen wir Energiewellen eines Powersterns. Haben wir Energiewellen eines Powersterns empfangen. Ich kann nicht lesen. Oh mein Gott, das ist so eine einfache Schriftart. Er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Boom. Yes, aber. Düt, 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 düt.
Dino Piranha auf dem Eierstern. Direkt mal die ganzen Sachen hier einsammeln. Ach, einfach nur. Wenn ich das schon höre. Oh mein Gott. Wie es einfach der beste Soundtrack ist. Ich bin so ein scheiß Mario Galaxy Fanboy, Alter. Es ist halt eklig, Alter. Aber mein Gott, lebe ich für den Soundtrack in dem Spiel. So. Man muss natürlich auch alles an Sternteilen mitnehmen. Ich weiß gar nicht, muss man... Doch, ein bisschen muss man wahrscheinlich grinden, oder? Ich meine, ich habe das Spiel ja offensichtlicherweise schon mal gespielt. Ich glaube mittlerweile sogar schon zweimal. Einmal regulär und einmal auf 100%. Jeweils die Wii-Version damals. Und... Das ist halt auch schon wieder. Wie lange ist das her? 6 Jahre oder so? Das ist halt schon richtig lange her, Mann. Rudi, oh mein Gott. Und, bin ich Fan von. Bin ich übelst auch Fan von. Liebe dieses Spiel. Bestes Mario-Spiel einfach. Ich würde sogar sagen, besser als Mario Odyssey. Und ich habe Mario Odyssey echt gerne gemacht. Cool. Fun Fact, er kommt jetzt nach unten und dann kannst du ihn so einsammeln. Nice. Wenn du zwischendurch müde wirst, drücke einfach Minus oder Plus. Wähle dann zurück zur Sternwarte, um zurückzukehren. Aber Vorsicht, Sternteile kannst du nicht mitnehmen. Mega komisch, Alter. Es ist halt auch so geil, wie du einfach auch nicht von den Dingern hier runterfallen kannst, sondern du springst einfach und Gravitation sorgt dafür, dass du halt wieder irgendwo landest. Außer es ist ein schwarzes Loch in der Nähe. Das ist dann ein bisschen tragisch, aber... RIP, I guess. Was geht bei dir eigentlich? Nein! Nix, Yippie. Geh da wieder rein. Ab ins Loch mit dir. That's what she said! Du kannst in den Galaxien verstreute Sternteile aufsammeln, indem du sie mit dem Sternzeiger berührst. Wenn du 50 aufhebst, bekommst du ein One-Up. Es schadet also nicht, sie einzusammeln. Nun richte die Wiimote auf den Bildschirm und sammle so viele wie möglich. Oh, nice! 96! 69! Was ist hier los, Alter? Ein Stück weiter oben ist ein Freund von mir. Beeil dich, schnell! Mega gut. So, ouch. Eieiei, komm, wir schaffen das. So. Ich wage es und... Wow, okay, alles gut. It's all okay. Noch irgendwie ein so ein Ding finden. Wo könnte das sein? Da. Jetzt werde ich gleich diesen Stein gemobbt, Alter. So. Okay. Ich sehe gerade, was für ein Controller spiele ich. Ich habe diesen Skyward Sword Controller, den man vor 300 Jahren mit der Skyward Sword Spezial Edition bekommen konnte. Und mit dem spiele ich das. Das heißt, bei Zeiten könnte ich tatsächlich auch mal Skyward Sword spielen, weil da ist ja so ein Wii Motion Plus Gedöns mit drin. Ja, ist okay, Brudi, holy shit. So.
Au! Okay, pass auf, ich sterbe gleich einfach im ersten Level von Mario Galaxy, Mann. So. So, okay. Alles gut. Haben wir geschafft. Bin sehr stolz auf mich. I'm not going to die. Wundervoll. Wow! Mega knapp. Pass auf, pass auf, pass auf. Shit. Doch, es hat noch funktioniert. Haha. 99 Sternteile. Zeit, dass irgendwer so einen Nena-Song darauf einstimmt. Und... Boom. Oh Gott. Ha, es hat noch geklappt, aber es ist leer. Sad life. Gut, kann man einfach rüberhüpfen hier? Ja! Mega gut. Einfach übelste Speedrun-Strats hier. Puh. Wie kann man das hier bekommen? Ah, so kann man das bekommen. Oh, nice. Nice, 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 nice. Zünden wir direkt im ersten Level einfach alles an Sternteilen, was wir brauchen. Was ich ehrlich gesagt schon mal ganz... Reden ist schwierig. Was ich eigentlich schon mal ganz nice finde. Erstmal alle verschwenden. Hey, wir haben immerhin 2 verschossen, 3 wiederbekommen. Das hat sich doch gelohnt. So. Na komm. Dieses Spiel ist halt so schön. Ich komme nicht drauf klar, ey. Das ist halt echt... Da kannst du einfach 1000 Wallpaper draus machen, Mann. So. Boom. Halt auch die Charaktermodelle sehen so krass aus. Das ist halt Wahnsinn, Alter. Das Spiel ist halt echt magisch. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Ist halt auch voll fies, weißt du? Schlüpfst gerade erst aus deinem Ei, bist du frisch geboren und dann kommt so ein Pisser an mit einer roten Mütze und kotzt dich einfach übelst an und du willst einfach nur deine Ruhe haben und der tötet dich einfach so. Ist halt schon irgendwie echt gemein. Machst du nichts, stirbst du halt einfach. Wir haben einen Stern erhalten. Mega gut. 235 Sternteile. Oh mein Gott. Was ist los hier? Neugeborene sind halt auch echt nervig und anstrengend. Da kann ich Mario verstehen. Fies, aber verständlich. Ist dir der glitzernde Sternstaub aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Wir Luma lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte die Wiimote auf den Bildschirm und sammle sie mit dem Pointer auf. Dann ziele mit dem Pointer und schieße sie durch Drücken von B auf deine Gegner. Lass es uns ausprobieren. Sammle Sternteile und schieße sie auf mich. Ja, genau so. Lecker. Vielen Dank. Kann ich einfach gehen? Scheinbar nein, okay. Aha, okay.
Hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für diese Lektion. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht springt dabei eine Belohnung für dich heraus. Sternteile werden dir bei deinem Abenteuer sehr hilfreich sein. Hilfreich sein. So, warte mal. Was ist der Unterschied bei dem Pointer zwischen Joy-Con und Wii? Das Ding ist, auf der Wii ist es besser, weil die Wii hat einen absoluten Punkt der Referenz, sage ich einfach mal. Weil ich habe ja da oben über meinem Bildschirm diese Sensorleiste stehen. Und diese Sensorleiste ist halt der automatische Reset-Punkt jedes Mal, wenn ich die Wii-Mode irgendwie benutze. Und das weiß halt, okay, da oben ist eine Ecke, da unten ist eine Ecke. Und wenn ich es jetzt so bewege, dann ist es halt immer da, wo es sein soll. Das muss nie resettet werden. Die Switch hat halt sowas nicht. Die Switch arbeitet mit relativen Punkten. Das bedeutet, du kannst jetzt einen Joy-Con nehmen und den einmal so drehen und schon ist halt der Pointer nicht mehr in der Mitte, sondern irgendwie ein bisschen links oder so ein bisschen rechts oder sonst irgendwo. Und um das halt zu fixen, musst du halt den Pointer resetten. Du musst halt ständig auf den Reset-Knopf drücken, damit das halt wieder, damit das Ding halt wieder in der Mitte ist. Und ist halt super nervig einfach. Daher macht die Wii-Version da ein bisschen mehr Bock, weil du musst halt nicht ständig den Pointer resetten. Du musst halt legit einfach immer nur auf den Fernseher zeigen und dann hat's sich. So, dann ist das Ding einfach da und funktioniert ohne große Probleme. Und das ist schon mal einer der Gründe, warum ich die Wii-Version, beziehungsweise eine emulierte Wii-Version zumindest, bevorzuge als die Switch-Version. Aber jedem das seine. Die Switch-Version ist trotzdem halt nicht schlecht. So, die ist ja auch voll spielbar, aber ich finde einfach, das ist ein bisschen angenehmer. Ja, man kann es natürlich auch jetzt so argumentieren, dass die Switch-Version ein bisschen komfortabler ist, weil du den Joy-Con halt nicht die ganze Zeit immer auf den Fernseher halten musst, sondern du kannst dann halt auch einfach so spielen mit dem Ding irgendwo anders hingezeigt. Was natürlich geht. Uns auch seine Komfortabilität bietet, aber ich mag das hier ein bisschen lieber. Daher ist beides valide einfach. Und die Switch-Version ist auch eine voll gute Version von dem Spiel. Aber ich dachte mir halt, wie gesagt, wenn schon, denn schon, hauen wir raus mit 4K, 60 FPS, maximale Details und ich möchte den PC auch mal für irgendwas anderes nutzen, als die ganze Zeit nur Videos zu encoden. Von daher hat sich das einfach angeboten. So, dann der Schrödi und der Rudi haben beide subscribed. Vielen Dank für eure Subs und danke für einmal 9 und einmal 15 Monate Treue. So. Hier oben ist nicht so viel. Whee. Sehr gut. Er hat einfach einmal genossen, sagt man das? Genießt. Genießnoste? Ich weiß es gar nicht. Wie spricht man Deutsch? Das hier ist auch so ein richtig crazy Building. Ein Stück weiter ist ein Vielfraß. Kannst du ihm nicht seine Bitte erfüllen? Also bei meinem Testplay fand ich tatsächlich, dass das auf dem Bildschirm tippen bei der Switch relativ cool, weil das ist halt super easy, so die Sternenteile einzusammeln. Ja, meine Güte, ich kann auch nicht abschätzen, wie weit die Dinger weg sind. Naja, was soll's. Oh, warte. Kann er nicht einfach vor mir stehen bleiben, Alter? Damn. Ich fand das immer doof, den Bildschirm mit meiner Hand zu verdecken, sehe ich da. Das, die einfache Lösung ist, dass du dir unsichtbare Hände besorgen musst. Dann hast du dieses Problem nicht mehr. Du hast einfach die Komfortabilität deiner Finger zusammen mit der Genialität einer nicht mehr existenten Hand. Halt, Bro. Wieso hat da vorher keiner drüber nachgedacht? La la la, la la la. Hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz, ganz viele davon will ich essen.
Lalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 100 esse, verwandle ich mich. Ich bin so aufgeregt. Same, Bruder. Ah, da geht noch was rein. That's what she said as well. So, wo kommen wir jetzt hin? Da kommen wir überhaupt irgendwo anders hin, wenn wir diese alternativen Routen nehmen? Oder nicht? Du, 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 du. Kann ich die Teile nicht auch kaputt machen, indem ich die richtig treffe, wenn ich so einen Drehsprung mache? Oder erinnere ich mich gerade falsch? Was sehe ich mehr als Hauptplattform? YouTube oder Twitch? Beide gleichwertig viel, ehrlich gesagt. Also der Let's Play-Kanal ist tatsächlich eher so ein Ding, was ich einfach nur aus Spaß mache. Aber mein Hauptkanal nehme ich ehrlich gesagt ziemlich ernst eigentlich. Und halt Twitch ebenfalls. Also, das gibt's keinen Grund, warum ich da von beiden sagen würde, okay, das eine wird dem anderen bevorzugt. Okay, das wird so auf jeden Fall nichts. Warte, das kriegen wir hin. Oh mein Gott, es hat tatsächlich geklappt. Ja. Dude. Yikes. Okay, das hat nicht geklappt. Okay, das hat wieder geklappt. Bro. Yikes. Okay, vielleicht sollte ich aufhören zu versuchen zu pausen. Ja. Rosie, danke für deinen Sub, Mann. Mega cool. YouTube und Twitch macht also keinen Spaß. Er hat's gesagt. What? Wo habe ich gesagt, dass es keinen Spaß macht? Ich meine, das Ding ist halt, ich bin jemand, der, wenn er auf irgendwas keinen Bock mehr hat, dann macht er das halt einfach nicht mehr. Das ist halt die grundlegende Regel, die man bei mir irgendwie erwarten kann. Daher, wenn ich sage, okay, bla, was soll's, dann würde ich damit aufhören. Hätte ich keinen Bock mehr auf YouTube und Twitch und würde mir das keinen Spaß mehr machen, dann würde ich das schlicht und ergreifend einfach auch nicht mehr machen. Daher, solange ich irgendwie Bock auf irgendwas habe und halt nicht sage, so fuck it, was soll's, kann man damit rechnen, dass ich auf jeden Fall noch Spaß an der Sache habe. Und wenn nicht, fummel ich so lange an irgendwas rum, bis es mir Spaß macht. So, deswegen habe ich ja zum Beispiel auch dieses ganze Let's Play-Konzept auf meinem Hauptkanal wieder über den Haufen geworfen und angefangen, normale, editierte Videos zu machen. Weil editierte Videos mir letzten Endes mehr Spaß machen, als mich einfach hinzusetzen und einfach nur irgendwie Stuff aufzunehmen und das dann einfach nur hochzuladen. Weil da, das mache ich auch schon seit Jahren, also das habe ich ja eigentlich nie so wirklich gemacht, dass ich einfach so richtig sture Let's Plays aufgenommen habe, wo halt wirklich ich offline vorm PC sitze und irgendwas erzähle, während ich was aufnehme. Das habe ich ja nie gemacht eigentlich. Das hab ich ja immer so. Ich glaube, ich habe das kurze Zeit mal gemacht, aber in dem Moment, wo ich halt streamen konnte und gleichzeitig den Kram aufnehmen, habe ich das immer in Streams aufgenommen und die Streams dann in Videos umgearbeitet. Daher, es war eigentlich schon immer so Ziel, Stream und irgendwas auf YouTube zu machen, und das irgendwas auf YouTube wurde dann letzten Endes zu mit editierte Videos und bla, und das ganze Let's Play-Zeug, beziehungsweise halt die repurposed Stream-Aufnahmen eigentlich, die aber halt einfach geil auf den YouTube-Kanal dann kommen sollen.
Das ist halt tatsächlich eher der Hobby-Aspekt an der ganzen Geschichte, der halt zufälligerweise auch ein bisschen Geld abwirft, aber bei weitem halt nicht so viel wie mein Hauptkanal oder der Twitch-Kanal. So, und jetzt habe ich den Erklärprozess hoffentlich auch einmal durch. Recky Official, danke für deinen Sub. So, Freund, jetzt haben wir aber genug. Ta fucking da. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ey, das ist doch eigentlich ein totales Downgrade, Mann. Stell dir vor, du bist einfach ein lebendes Wesen und wirst einfach zu einem Objekt. Das ist doch, Alter, was hast du davon, so? Er hätte so viel in seinem Leben erreichen können als Luma, der kommunizieren konnte und sich bewegen konnte und Dinge erreichen konnte. Und jetzt ist er einfach nur ein Haufen Erde. Das ist halt, wie gesagt, schon ein Downgrade irgendwo. Würde ich nicht so cool finden. Wie ihn das nicht getroffen hat, das weiß auch keiner. Wo ich übrigens überaus dankbar für bin, ist die Tatsache, dass es keine 100 Münzen mehr gibt hier. Beziehungsweise doch, es gibt noch 100 Münzen, aber nur in ausgewählten Leveln. So, ich glaube, hier ist nichts weiter. Dann können wir ja auf nach oben. Tada! Ein bisschen Pausen muss auch mal sein. Hey Chris, was geht ab? Lila München auf Luigi. München vor allem. Lila München auf Luigi sammeln. By the way, habt ihr schon das Mario 64 Video von mir gesehen? Ich finde, das ist ziemlich okay geworden. Dafür, dass ich das echt an einem Tag produziert habe, das ist schon ziemlich okay geworden eigentlich. Kann ich mich nicht beschweren. Wie kam ich hier nochmal rein? Das war ja irgendwo hier. Tada! Schon ein bisschen fies, das ganze Ding hier. Au. So. Ja, verdammt. Was soll's? Das schaffen wir. Oh Gott. Ah, sehr gut. Ahahaha. So. Na bitte. Schade, dass Galaxy nicht die blauen Münzen von Mario Sunshine hat, sehe ich da. Brudi, anstatt blauen Münzen haben wir blaue Sternteile. Das muss als Ersatz reichen. Kann ich nicht auch irgendwie so total klug darüber hüpfen und so den Stern bekommen? Geht doch! Warum so mega anstrengend?